Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktvorführung in H0. Heute geht es mit der Firma Jägerndorfer nach Österreich und zwar auch noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, doch schon wieder eine ganze Zeit zurück. Wir schauen uns diesen wunderschönen VT an, den VT der ÖBB 5044. Der Fahrplan, wie sollte es anders sein? Gleich ein paar Informationen zum großen Vorbild. Dann schauen wir uns hier das Modell in 1:87 natürlich genauer an. Es ist wieder ein Soundmodell, das heißt, danach gehen wir auch natürlich wieder in die freie Wildbahn, hören uns die Sounds an und schauen auch, wie schön dieses Fahrzeug sich auf der Anlage bewegen kann. Und zum Schluss, ihr kennt es, kommt das Schlusswort und die Artikelnummern. Der Fahrplan steht, wir verlieren keine Zeit und legen los. Beginnen wir unseren Fahrplan also nun mit dem großen Vorbild. Und da, wie ja gerade eben bei der Einleitung schon gesagt, müssen wir weit in der Zeit wieder zurückreisen, nämlich noch vor den Zweiten Weltkrieg. Da war es so, dass obwohl mit dem Triebwagen der BBÖ, also der Bundesbahn Österreichs Reihe des VTs 42, es bereits moderne Fahrzeuge mit dieselelektrischem Antrieb gab, entschieden sich die BBÖ im Frühjahr 1937 aus Kostengründen für eine neue Reihe als VT 44 bezeichnet. Nämlich unseren hier, den wir hier vorne stehen sehen. Ja, dieses Fahrzeug sollte dann mit 16 Exemplaren auf die Schiene gestellt werden und mit dieser Fahrzeugreihe sollte auch der Umschwung erfolgen von der elektrischen zur hydraulischen Kraftübertragung. Anders wie bei der Reihe VT 42, die zwei Motoren haben, entschied man sich bei der neuen Reihe VT 44 nur noch für einen Motor. Und das hatte natürlich zur Folge, dass dieser Motor natürlich etwas mehr Leistung bringen musste. Also entschied man sich für eine Weiterentwicklung des R8 Motors, also sprich des früheren Motors, und hat diesem ganz einfach einen Turbolader verpasst. Dem Stand der Technik geschuldet war diese Aufladung zwar nur 0,3 bar, aber es gelang für eine Leistungssteigerung auf sage und schreibe 425 PS bei 1300 Umdrehungen die Minute. Tja, und dadurch, dass man dann diese Leistungssteigerung hatte, konnte man dieses Fahrzeug dann auch universell einsetzen, da es auch mit einem Motor wesentlich wartungsarmer war und durch die Mehrleistung natürlich auch auf Hauptstrecken besser eingesetzt werden konnte. Die Triebwagen der Reihe VT 44 erhielten eine Vielfachsteuerung für zwei Triebwagen und eine Fernsteuerung für Fahrt mit einem Steuerwagen voraus. Die Auslieferung des ersten VT 44 war am 12. März 1938. Und zwar genau an dem Tag, an dem leider die Existenz der BBÖ beendet wurde. Denn deutsche Truppen marschierten in Österreich ein und annektierten dann sozusagen die BBÖ und diese ging über in die Deutsche Reichsbahn. Bleiben wir noch kurz bei der Annektierung der BBÖ, denn nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde die BBÖ am 18. März 1938 von der Deutschen Reichsbahn übernommen. Die Aufgliederung wurde sukzessive im Laufe des Jahres 1938 an die der bestehenden Reichsbahn angeglichen und so entstanden die Reichsbahndirektionen Wien, Linz, Villach und Innsbruck, wobei letztere als kleinste Direktion bereits 1939, also ungefähr ein Jahr später, schon wieder aufgelöst wurde. Die Strecken und Dienststellen wurden auf die bestehenden Direktionen Augsburg, München und Salzburg aufgeteilt. Die Deutsche Reichsbahn, kurz DR, bestellte im Juli 1938 10 weitere VT 44, die nun als Deutsche Reichsbahn Nummer CVI VT 921 bis 930 heißen sollten. Sie wurden erst 1940 zwar ausgeliefert, aber zu diesem Zeitpunkt war der zivile Verkehr mit Verbrennungstriebwagen schon eingestellt, sodass alle 10 Triebwagen bereits mit einer auf die Bedürfnisse der deutschen Wehrmacht abgestellten Inneneinrichtung in Betrieb genommen wurden. Die meisten anderen VT 44 erhielten im Laufe des Krieges ebenfalls eine geänderte Inneneinrichtung mit Übernachtungs- und Aufenthaltsräumen für die Soldaten. Alle so adaptierten Triebwagen fanden im Kriegsansatz Verwendung, was natürlich dann auch zur Folge hatte, dass leider sehr viele zerstört wurden. Und so war es nach 1945 von insgesamt 26 Triebwagen nur leider lediglich 9 in der Lage, wieder aufgebaut werden zu können. Im Nummernschema des Jahres 1953 erhielten die VT 44 die Reihenbezeichnung 5044. Die ursprüngliche BBE-Ordnungsnummern blieben unverändert, die von der Deutschen Reichsbahn bestellten Fahrzeuge wurden sinngemäß weitergezählt.
Die VTs wurden auf Haupt- wie auch auf Nebenbahnen eingesetzt, auch als Eil- und Schnellzugverbindungen auf der West- und Südbahn. Als sie jedoch durch die fortschreitende Elektrifizierung und durch die Indienststellung der neuen Reihe 5045 verdrängt wurden von den Hauptstrecken, führten sie dann ein Leben auf der Nebenbahn weiter, und zwar als Regionalzüge, zum Beispiel auf der Strecke der Lokalbahn Mürzzuschlag-Neuberg in der Steiermark oder im niederösterreichischen Weinviertel. 5 Steuerwagen wurden in die Triebwagen ÖBB 514401 bis 05 umgebaut, die sich in Details von der Reihe 5044 unterscheiden, aber dann noch eine Zukunft bei der österreichischen Bundesbahn hatten. Die letzten Fahrzeuge der VT44-Reihe wurden 1988 ausgemustert und der 504406 blieb museal erhalten. Bleiben wir noch kurz bei der Reihe 5144. Denn nachdem viele VTs 42 und VT 44 nach Ende des Zweiten Weltkrieges aufgrund der Kriegseinwirkung nicht mehr einsatzfähig waren und der Neubau von Dieseltriebwagen wegen der zerstörten Werkstätten nicht möglich war, entschloss man sich aufgrund des dringenden Bedarfs an Verbrennungstriebwagen, 5 Steuerwagen, welche ursprünglich für die Reihe VT 44 bestellt worden waren, unter Verwendung von Tauschteilen der VT 44 in Triebwagen umzubauen. Auch Motor und Getriebe stammten von der Reihe 44. Die Triebwagen unterschieden sich dann jedoch in einigen Details gegenüber dem VT 44. Das Aussehen wurde außen ein wenig geändert, der Wagenkasten war etwas länger und auch im Inneren bot der Fahrgastraum nun Platz für 64 Personen. 5 so umgebaute Triebwagen wurden dann 1951 in Betrieb genommen, vorerst noch unter der Nummerierung VT 4450 bis 54. Im ÖBB-Nummernschema dann schließlich von 1953 wurden sie umnummeriert und hießen fortan 5144-01 bis 05. Anfangs wurden die 5144er im Schnellverkehr eingesetzt, aber ihr Aufgabengebiet wanderte sehr schnell dann in den Nebendienst ab. Ihre Haupteinsatzgebiete lagen im Großraum Wien und Wiener Neustadt, einschließlich Wald- und Weinviertel. Der Planeinsatz der VTs 5144 endete aufgrund der Neubeschaffung der VT-Reihe 5047 im Mai 1991 auf der Lokalbahn Siebenbrunn-Engel-Hartstetten. Die beiden verbliebenen Triebwagen wurden danach in Wien Nord als Reserve hintergestellt. 5144003 war tatsächlich auch im August 1991 für einige Tage als Ersatz für einen ausgefallenen 5145 Triebwagen zwischen La an der Thaya und Mistelbach im Einsatz. Erst am 1. Februar 1993 schied der 5144-04 als letzter seiner Reihe aus dem Plandienst aus und findet seither als Museumsfahrzeug Verwendung. Und das war's mit dem großen Vorbild. Kommen wir nun zum nächsten Punkt in unserem Fahrplan, zum Modell hier in 1:87. Angekommen hier beim Modell in 1:87 und da natürlich am Anfang schauen wir an, wie kommt der VT zu uns. Wir haben hier eine sehr übersichtliche Verpackung der Firma Jägerndorfer, innen drin ein Kunststoff-Inlay, worin der VT wirklich sehr sicher drin verpackt ist. Dabei sind Begleitpapiere und ein Blindstecker und auch ein kleines Zurüstbeutelchen, wo wir Bremsschläuche drin haben, die wir hier montieren können, und eine geschlossene Bugmaske. Das alles kann man aber nur
benutzen, wenn man die Kupplung sozusagen hier herausnimmt und sozusagen den, ich sage es immer, Vitrinenmodus dort an dieser Seite herstellt. Weil da kann man dann logischerweise keine Wagen mehr anhängen. Durch die geschlossene Bugmaste und durch die langen Bremsschläuche ist das dann nicht mehr möglich. Ich persönlich sage, an der Seite, wo man keine Wagen anhängt, immer zurüsten. Das sieht wesentlich schöner aus und da finde ich es auch sehr schön, dass Jägerndorfer auch darauf geachtet hat, dass man auch genau das machen kann. Das finde ich sehr gut und hier auf dem Bild, auf dem Begleitheftchen, wo auch nochmal drin erklärt ist, auf der Rückseite übrigens das Ersatzteilblatt, wo hier drin erklärt ist, wie man diese Ersatz, nicht die Ersatzteile, sondern die Zurüstteile hier montiert, die Bremsschläuche. Es ist erklärt, wie man das Gehäuse abbekommt. Es ist erklärt, wo man das Fahrzeug warten muss, sprich wo mal ein Tropfen Öl dran muss und. Finde ich sehr schön erklärt. Und wie gesagt, besagtes Bild hier vorne hat genau das, was ich euch gerade erzählt habe, denn hier sind diese Zurüstteile montiert und ich finde, optisch sieht es wesentlich schöner aus, wenn die Front schön geschlossen ist und unten keine Kupplung rauskommt. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Außerdem mit dabei, da wir hier ein Soundmodell haben, das bereits ab Werk einen ESO Sounddecoder an Bord hat, haben wir hier ein Merkblatt der Firma ESO, wo auch nochmal kurz die Geschichte des VTs drin erklärt ist und hier unten dann natürlich die ganzen Sounds auf der ersten Seite und natürlich auch auf der zweiten. Die Sounds werden wir uns natürlich gleich anhören. Schauen wir uns nun den VT ein wenig genauer an. Und da muss ich wirklich sagen, da hat Jägerndorfer wirklich hervorragende Arbeit gemacht. Wir haben hier die Griffstangen aus Metall. Wir haben die Front schon komplett zugerüstet für den Fahrbetrieb mit montierter Bügelkupplung. Die Puffer und auch die eingekürzten Bremsschläuche sind alle bereits montiert. Auch der Zughaken, der eingekürzte, ist montiert. Das ist alles sehr schön umgesetzt. Auch der Blick in die Führerstände auf beiden Seiten ist dank der großen Fenster auch sehr gut möglich. Alle Anschriften sind trennscharf, genau da, wo sie hingehören. Hier in der Mitte haben wir dann natürlich das Logo der Deutschen Reichsbahn, denn wie ja eben beim großen Vorbild gehört, die österreichische Bundesbahn oder sprich damals die Bundesbahn Österreichs wurde ja damals durch die Deutsche Reichsbahn annektiert und deswegen haben wir zwar hier auf der Kartonage ÖBB 5044 stehen, aber auf dem Triebwagen das Logo der Deutschen Reichsbahn. Die Dachpartie auch sehr schön umgesetzt mit den Kaminen hier und der dementsprechenden Antenne, auch wie gesagt sehr gut umgesetzt. Kommen wir nun zu einigen Stichpunkten der technischen Details unseres VTs. Wir haben hier das Modell in DC-Gleichstrom mit Sound ab Werk, wie ja gerade schon gesagt. Wir haben einen Motor mit Schwungmasse unterflurig montiert, das heißt hier die Fensterfront ist durchgehend frei, da ist nichts, was irgendwie stört, da kann man schön durchgucken, auch kann man natürlich Figuren einkleben, das kommt besonders gut, wenn natürlich nirgendwo störende Motoren oder irgendwelche Sachen dort dann den Blick einschränken. Wir haben eine NEM-Kupplung 362, Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik, Bügelkupplungen sind beiliegend, auch direkt schon montiert. Wir haben ein Zwerchspitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd in LED-Technik. Wir haben eine Inneneinrichtung mit besagten Bänken. Dann haben wir auch montiert eine Innenbeleuchtung. Wir haben die Betriebsnummer 923, eine Länge über Puffer 293 mm, eine Plux 22 Schnittstelle wurde verbaut. Auch hier nochmal eine Information dazu, finde ich sehr clever gemacht. Wir haben am Boden eine Platte, die kann man mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher sehr einfach abnehmen und dahinter befindet sich die Schnittstelle. Das heißt, der Decoder-Einbau bzw. Wechsel ist hier wirklich sehr, sehr einfach und auch schnell durchzuführen. Die Drehgestelle, die Blenden sind ebenfalls sehr schön gelungen, alles da, wo es hingehört. Außerdem haben wir zwei angetriebene Achsen, eine Achse mit Haftreifen versehen und die anderen beiden Achsen im anderen Drehgestell sorgen dann für die Stromaufnahme. Des Weiteren haben wir hier das Fahrzeug der Epoche 2, Deutsche Reichsbahngesellschaft und einen mindestbefahrbaren Radius von 419 mm. Ja Freunde, und das war's auch schon mit unserem Modell hier in 1:87. Wir machen weiter mit unserem Fahrplan.
Einsteige bitte. Ja, Freunde, da sind wir am Ende unseres Videos angekommen. Es folgt natürlich wie immer das Schlusswort am Schluss. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich ein sehr schöner VT. Die Details sind wirklich sehr schön gelungen. Auch die Beschriftungen sind sehr schön und der VT fährt wirklich hervorragend auf der Anlage. Kann man nicht anders sagen. Mir gefällt er wirklich sehr gut. Jetzt kommt das Wichtigste für euch, nämlich die Artikelnummern. Das Fahrzeug gibt es in unterschiedlichen Versionen und zwar beginnen wir mit den Gleichstromfahrer. DC Analog ist der VT zu bekommen unter der Artikelnummer 230-30. Der VT, wie wir ihn hier haben, DC Digital ab Werk mit Sound, ist die Artikelnummer 230-32. Für unsere Wechselstromfahrer haben wir natürlich auch was im Angebot. Dort ist es AC Digital, die Artikelnummer 160-30 und Digital mit Soundabwerk ist die Artikelnummer 130-32. Solltet ihr diesen VT haben wollen, kein Problem, einfach auf www.modellbahnunion.com gehen, dort oben in der Suchzeile die Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Fragen zu diesem Modell beantworten wir natürlich auch sehr gerne. Entweder hier in die Kommentarbox schreiben unter dem Video oder uns direkt eine Mail schicken an info@modellbahnunion.com. In beiden Fällen werden wir uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Wir sind, wie eben schon gesagt, am Ende angekommen. Jetzt ist wirklich Schluss. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und tschüss.